Sie haben eine sehr bewegende und auch sehr berührende Kindheits- und Jugendgeschichte. Und Sie haben mit 10 das erste Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Es folgten etliche andere Versuche, Suizidversuche. Was ist, Sie sind da rausgekommen aus eigener Kraft, unter unendlichen Mühen. Und wenn Sie sagen, es ist gut, wenn man heute darüber reden kann, welche ist die Botschaft, die Sie Menschen geben könnten oder mitgeben könnten, die in einer ähnlich verzweifelten Lage waren, wie Sie es schon als Kind gewesen sein müssen? Also Botschaft, ich kann oder Erfahrung weitergeben. Ja, da, sich diesen Mut, den man braucht, oder diesen seltsamen Mut, den man braucht, um Hand an sich zu legen, sollte man nutzen, um darüber zu sprechen mit anderen, um Hilfe zu bitten. Hätte ich das getan, hätte ich einige Versuche wahrscheinlich gelassen und hätte wahrscheinlich auch nicht so lange gebraucht, um aus diesem wirklich bedrückenden Loch herauszukommen. Auf der anderen Seite habe ich darüber gesprochen, auch um zu zeigen, dass man herauskommen kann. Mhm. Und dass es auch keine Schande ist, dass man in so einer verzweifelten Situation mal war. Ich meine, mit 10 Jahren, Gottes Willen, ich war ja wirklich noch ein Kind. Und es hat sich gezogen bis zu meinem 21. Lebensjahr. Und ich finde, wir tabuisieren diese seelischen Abgründe noch immer so sehr. Wir sind in einer Gesellschaft, wo alles funktioniert, alles toll ist, jeder sieht toll aus, verdient wahnsinnig viel Geld und will immer noch besser, immer noch mehr. Aber wir sehen ja, wohin uns das führt. Ja. Und wir sollten lieber über unsere Ängste sprechen und über unsere Sorgen sprechen und uns gegenseitig stützen und helfen. Und dann würde die Gesellschaft vielleicht anders aussehen. Ich habe gelesen, dass Adele weitgehend alleine sich da rausgezogen hat aus dieser Situation, ohne große Hilfe von Psychotherapeuten, Psychoanalytikern oder Psychiatern. Bei Ihnen war das anders. Sie haben mal ganz freimütig bekannt, dass Sie jahrelang in Psychoanalyse waren und sich Ihr Leben verändert hat dadurch. Wie? Hat Ihre Schauspielkunst zum Beispiel sich verändert dadurch? Ja, das hat sicherlich was mit dem Beruf zu tun, weil der ja, wie ich das nach wie vor empfinde, am Anfang immer einen pathologischen Ursprung hat. Also dahingehend, so einen Beruf zu ergreifen? So einen Beruf zu ergreifen hat einen pathologischen Ursprung? In meinem Fall jetzt, ja, hatte ich den Eindruck oder bin ich nach wie vor überzeugt, dass das sicherlich eine Form des Äußerungswillens ist oder eine Form der Flucht oder des Nichtwahrnehmens der Verhältnisse oder man kommt mit den Verhältnissen nicht zurecht. Und man versucht, eine Äußerung zu finden. Und wenn man dann ein Ventil bekommt, das kreativ ist, ja, was eben in diesem Fall wahrscheinlich nicht gegeben war, ja, wo du dann plötzlich merkst, dass du dich befreien kannst, dass du ein Handwerkzeug in die Hand bekommst, wo du eine Resonanz darüber bekommst und über diese Resonanz auch so etwas wie eine Selbstsicherheit und bestimmte Formen des Sich-Artikulierens, eine Identität, wenn man so will, oder auch ein Selbstwertgefühl, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt des Anfangs. Und erst viel später habe ich dann bemerkt, dass das ja ein Beruf ist. Also dass das, was man da, dass dieses Werkzeug jetzt nicht nur also sozusagen der Fluchtpunkt ist, was ja dann auch gefährlich ist, weil dann flüchtet man sich immer in die Simulation des Lebens und glaubt immer, dass das der wesentliche Teil ist und merkt dann plötzlich aber, dass es parallel dazu eine Entwicklung gibt vom realen, vom wirklichen Leben. Wo und vielleicht das, auch eine große Lehre dann ist. Genau. Ja. Und da war halt so der Punkt, dass ich plötzlich nach bestimmten Premieren gemerkt habe, dass ich Freunde angerufen habe, die dann nicht mehr abgehoben haben oder dann irgendwie eine Nachricht geschickt haben oder mir mitgeteilt haben,
jetzt meldest du dich, ich habe vor einem halben Jahr ein Kind bekommen und wäre mir wichtig gewesen, dass du Anteil nimmst. Oder meine Eltern sind gestorben, es wäre mir wichtig gewesen, dass du Anteil nimmst. Und ich sage, ey, Alter, Entschuldigung, aber ich war gerade in Theaterproben. Ja? Das heißt, man setzt andere Prioritäten, merkt aber gleichzeitig, dass das Reale verloren geht. Und dieser sozusagen sich immer wieder in einer Spirale drehende, wiederkehrende Punkt der Flucht und des Nicht-Wahrnehmens vom realen Leben. Das haben Sie dann angepackt. Das war dann irgendwie klar, dass das zu durchbrechen gilt. Und das ging dann halt am besten über eine ganz klassische Analyse. Viermal die Woche auf der Couch, bis dann ein so ein ganz wesentliches Ereignis war, wo dann der Knackpunkt war und dann ging es schneller. Und da beginnst du dann auch anders zu träumen, da kriegst du einen Zutritt eigentlich, das ist dann wie so ein Türöffner. Und ab diesem Zeitpunkt war plötzlich, irgendwann kam der Punkt, wo dann eine Frage gestellt wird und dann implodiert und explodiert das gleichzeitig. Das heißt, du kriegst quasi, weißt gar nicht, ob du jetzt lauthals lachen sollst, weil es wie eine Geburt ist und gleichzeitig der größtmögliche Schmerz in dir stattfindet. Und aus diesen beiden Punkten heraus kristallisiert sich dann dieses, wenn man so will, Werden oder das Benennen einer neuen Technik und dass du völlig anders auf die Dinge schaust und sagst, das ist mir jetzt wichtig und das ist mir auch wichtig. Also Wien ist ja auch eine Stadt, die eine gewisse Verbindung hat zur Psychoanalyse. Ja nicht so zu ganz klein, winzige, Okulten, ja? Wenn Sie zusammen sind und zusammen auftreten, wer hat von Ihnen beiden die größeren Redeanteile? Ja, damit ist die Frage schon beantwortet. Okay. Das wollte ich. Aber ich höre Harry wahnsinnig gern zu. Ich meine, ich habe jetzt auch der interessante. Du hast dich total verändert, wenn du das erzählst. Also, weil er fürsorglich ist, ja, weil er sich total kümmert. Ja, total, Wahnsinn. Also ich bin froh, dass ich dich jetzt erst kennengelernt habe. Freut mich auch. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt's das ganze Video.